Ich habe dich genau gesehen durch den Türspion. Am 2.6. standst du bei der Elsbeth vor der Wohnungstür, ja? Und hast gemeint, du musst da irgendwie was vermessen und großartig rumtun. Und dann ist dieser Anzugfutzi aufgetaucht. Hä? Klingelt's nicht, hä? Hast dich groß aufgetan. Er hat dich für einen Handwerker gehalten. Du hast gesagt, nein, 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 ich bin der Nachmieter. Ich werde die Wohnung übernehmen. Dann hat der dich aber ausgelacht, ja? Hat einen Wisch rausgezogen und hat dir schwarz auf weiß gezeigt, dass er einen Vorvertrag für die Wohnung hat. Und da warst du aber ordentlich angeschmiert. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Und dann hast du noch wortwörtlich gesagt, ja, das zahle ich der Niedermeier heim. Das wird sie mir büßen. Und weil sie das eben bereits vor dem Mordversuch erfahren haben, haben sie es dir von Niedermeier heimgezahlt. Ich war doch zu der Zeit schon lange nicht mehr in der Webergasse, meine Güte. Da war ich schon längst mit meinem Krempel beim Kumpel. Das hat er übrigens bei der Polizei auch bestätigt. Ja, stimmt. Nur, dass ihr Kumpel eben nicht so weit weg wohnt, als dass sie nicht noch locker Zeit gehabt hätten, die Frau Niedermeier da in die Baugrube zu stoßen. Ich war's aber nicht. Und sie haben doch selbst gesagt, sie haben die Frau Niedermeier herfahren sehen. Meine Fresse, so langsam reicht's mir aber. Alle hacken sich auf mir rum, oder was? Nein. Was ist denn mit der Silke Brehm? Vielleicht war die das doch. Die hasst die Niedermeier doch wie die Pest. Die hören wir ja gleich noch. Und im Moment hackt niemand auf ihn rum. Sie sind dazu, Fragen zu beantworten, wenn noch welche gestellt werden. Keine Fragen mehr, danke. Ansonsten atmen Sie mal schön durch. Bleiben unvereidigt und setzen sich nach hinten. Silke Brehm, bitte. Alles langweilt mich so. Herr Seelhoff hat gemeint, dass Sie nach der Lara Neuwirth gesucht haben. Haben Sie sie gefunden? Ja, also Mülli, Laras Kumpel und ich haben sie gefunden. Und wir haben sie so lange bearbeitet, dass sie jetzt gekommen ist. Und sie wird auch aussagen. Also gut, das sind noch gute Neuigkeiten. Ja. So, jetzt mal bei Ihnen. Oder Herr Seelhoff, vielleicht gehen Sie doch mal raus und bleiben mal bei ihr. Nicht, dass Sie sich's noch mal anders überlegt. Also, dann holen wir Sie nämlich direkt nach Ihrer Aussage und vernehmen Sie dann direkt. So, jetzt aber zu Ihnen. Sie müssen als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Rein vorsorglich, 55 StPO, belehre ich Sie. Sie müssen auch Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Silke Brehm, 24 Jahre alt. Sie wohnen in Frankfurt am Main. Ledig, Intensivkrankenschwester, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten Dengler. Genau. Sie wissen, dass der Angeklagte die Marcella Niedermeier am 4. Juni 2011 in die Baugrube vor ihrem Haus gestoßen haben soll, in der Webergasse 13. Ja, das habe ich gehört. Und ganz ehrlich, die Niedermeier, die hat das ganze Haus immer so terrorisiert mit ihrem Baulärm. Also mich wundert das wirklich überhaupt nicht. Welches Verhältnis haben Sie denn zum Angeklagten? Naja, nachbarschaftliches. Also ich habe halt mitbekommen, wie er bei Elsbeth eingezogen ist. Die beiden haben sich super verstanden. Und wir waren halt irgendwie alle so auf einer Wellenlänge gegen die Niedermeier. Und so hat man sich halt kennengelernt. Ja, und sich ja auch das eine oder andere Mal unterhalten, ja, oder? Klar. Wie hat er sich denn über die Frau Niedermeier geäußert? Also das war ungefähr eine Woche vor dem Mordanschlag auf Frau Niedermeier. Da habe ich trotzdem im Innenhof getroffen, als ich gerade auf dem Weg war zum Krankenhaus. Und ich habe ihn dann halt gefragt, was los war, ob irgendwas vorgefallen ist. Und er meinte, er hat mit der Niedermeier geredet und das Gespräch war wieder richtig schlecht. Er hat auch erzählt, warum das schlecht war? Ja, also das war richtig, richtig krass, was er erzählt hat. Er hat halt einfach nur zu der Niedermeier gesagt, dass die Elsbeth am liebsten bis zu ihrem Tod in der Wohnung wohnen bleiben will, weil sie hat da ja auch total die Erinnerung dran an ihren verstorbenen Mann und alles. Und die Niedermeier, die hat ihn wohl nur voll fies angegrinst und meinte dann so, ja, dass das mit dem Tod ja schneller gehen kann, als man denkt. Nee, und, das habe ich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, dass bei älteren Menschen das schneller gehen kann. Aber nicht das, was er behauptet. Mhm. Und das haben wir jetzt auch bei Frau Körner gesehen. Was Sie wirklich gesagt haben, ist nicht entscheidend, sondern wie hat der Angeklagte auf diese Aussage reagiert? Also wie er gegenüber Frau Niedermeier reagierte, das weiß ich nicht. Aber zu mir meinte er auf jeden Fall, dass die Niedermeier mal lieber sehen soll, wer nicht als erstes unter der Erde liegt. Na bitte, da haben wir es doch. Ja? Wenn das nicht eindeutig zeigt, dass der Angeklagte geplant hat, Frau Niedermeier umzubringen und zwei Tage später hat er es dann auch versucht. Das sehe ich völlig anders, Frau Staatsanwältin. Auch wenn sich hier die Frau Brehm schon für die Alibi-Zeugin meines Mandanten eingesetzt und sich bei ihm entschuldigt hat. Das kann doch alles Taktik sein. Was, wieso? Na, weil Sie mit so einem Verhalten ganz einfach von sich selbst ablenken wollen. Was, dass ich die Niedermeier in die Baugrube gestoßen habe? Ja, ganz genau. Sie hatten doch als Intensivkrankenschwester am allermeisten unter diesem Zustand zu leiden.
die Nachtschichten, wo sie übermüdet waren. Und tagsüber bei diesen ganzen Renovierungsarbeiten, wo sie schon seit Wochen kein Auge mehr zubekommen haben. Also jetzt hören Sie mal, ja? Natürlich, ich war sauer, ich war aggressiv, weil die Niedermeier, wirklich, die hat mich fertig gemacht. Das hat wirklich an meinen Nerven genagt. Aber trotzdem, ich mach sowas nicht, weil ich ein zivilisierter Mensch bin. Sowas würde ich nicht tun. Ich hau nicht einfach zu, wenn mir irgendwas nicht passt. Ganz im Gegensatz zu anderen Mietern in unserem Haus. Wen meinen Sie denn damit? Ja, zum Beispiel Herr Rosshaupt da hinten. Bitte? Lass mich mal schön aus dem Spiel, Schätzchen. Ich bin nicht dein Schätzchen und ich lasse dich auch garantiert nicht aus dem Spiel. Du bist hier als einziger asozial und brutal genug, um so eine Scheiße zu machen. Ja. Mal ganz piano, ja? Du pass mal schön auf. Nein, Herr Rosshaupt. Ganz piano ihrerseits, kein Aber. Und auch Sie reißen sich bitte zusammen, ja? Also, was war denn mit ihm im Haus? Ja, also, der Rosshaupt, der hat echt jeden aus dem Haus ständig gedroht. Wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, hat er gleich mit Schlägen gedroht und so. Und mir hat er angedroht, dass er seine Schlangen zu mir in die Wohnung schicken will, damit die mich nachts erwürgen. Und er weiß ganz genau, dass ich tierische Angst habe vor Schlangen. Und das alles nur, weil ich mein Fahrrad falsch geparkt hatte und er mit seinem Auto nicht richtig um die Ecke gekommen ist. Ich hoffe, wir können es an der Stelle abbrechen, oder? Ja, gerne. Danke, da dürfen Sie Platz nehmen. Lara Neuroth, bitte. Sorry, bleib du fahren. So, bitte. Ey, geh doch nach Hause. Halt die Fresse, Mann. Wir wollen dich hier nicht. Doch, und ob wir sie hier wollen. Und zum Glück haben das nicht Sie zu entscheiden. Ich möchte Sie als Zeugin vernehmen. Ja, ja, super. Wenn Sie Dinge wissen, die für uns hier interessant sein könnten, dann müssen Sie die sagen. Ja? Und zwar nur die Wahrheit. Es sei denn, Sie laufen Gefahr, dass Sie sich selbst irgendwo in Verdacht bringen. Dann können Sie schweigen. Aber auch dann dürfen Sie nicht die Unwahrheit ja sagen, klar. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich gar keinen Bock, hier auszusagen. Sie sehen ja, wie ätzend der gerade drauf ist, oder? Ich habe es Ihnen gerade erzählt. Es spielt für mich überhaupt keine Rolle, ob Sie Bock dazu haben. Sie sind eventuell eine wichtige Zeugin. Also, die Belehrung haben Sie verstanden. Dann kommen wir mal zu Ihrem Personal. Sie heißen Lara Neuroth, so viel weiß ich schon. Das stimmt, oder? Wie alt sind Sie denn? 16. Wo wohnen Sie? Meistens im Park. Aber manchmal auch woanders. Das heißt, Sie sind 16, haben aber keinen festen Wohnsitz, oder wie? Ja. Was heißt, ja, gemeldet bin ich bei meinen Eltern. In der Steinackerstraße in Frankfurt. Okay. Aber da bin ich so gut wie nie, weil ich halt immer Stress mit denen habe und dann hab ich keinen Bock drauf. Gut, aber das ist ja Meldeadresse immerhin. Ja. Wie ist Ihr Familienstand, Ihr Beruf? Schule habe ich abgebrochen und ich bin ledig. Verwandt, verschwägert, verlobt mit ihm? Mit ihm? Oh mein Gott, Mann, er ist mein Ex, guck ihn doch mal an. Gut, also, Sie wissen, was Ihrem Ex-Freund vorgeworfen wird. Er soll am 4. Juni abends die Frau Niedermeier in eine Baugrube an der Webergasse 13 gestoßen haben. Ja, weiß ich. Er kann es halt nicht gewesen sein. Warum? Ja, weil wir zu der Zeit im Lohenpark waren. Aha. Ja. Und wann war das? Es muss so gegen 3 gewesen sein. Wir hatten uns halt getroffen, weil wir reden mussten. Wir hatten uns die Tage davor nur gestritten. Wie lange waren Sie ja zusammen im Park? Ja, keine Ahnung. Wer ist denn gegangen? So, ja, er ist dann irgendwann gegangen. Und das war vielleicht so gegen 7. Wann ist er gegangen? Um 7. Um 7. Dann wäre das ja eigentlich ein glasklares Alibi. Allerdings. Tja, das sehe ich allerdings ein bisschen anders, weil wir nämlich. Allerdings hat Ihr Ex-Freund vorhin ganz eindeutig gesagt, er sei nicht im Park gewesen. Er sei zu Hause gewesen. Ja? Ich brauche Sie aber nicht. Ich geschlafen und zwar ganz allein. Und da frage ich mich, warum denn bitte? Ja. Weil das klar ist, weil er gestört ist und weil er irgendwie der Ansicht ist, dass er meine Hilfe nicht braucht. Willst du wirklich wegen deinem verletzten Stolz hier eine Gefängnisstrafe riskieren? Ist okay. Denk doch bitte mal an Elsbeth. Die wäre sicherlich gar nicht damit einverstanden, wenn du hier nicht alles unternimmst, um deine Unschuld zu beweisen. Süß. Also, ich frage dich jetzt ganz klipp und klar. Rotze, warst du mit Lara im Park? Ja, war ich. Ich war mit Lara im Park. Na, endlich. Sehen Sie? Ach, das ist doch mal endlich ein glaubwürdiges, nachvollziehbares Alibi. Das sehe ich allerdings ganz anders. Wir haben nämlich einen Zeugen, der den Angeklagten am Tatort gesehen hat. Ganz genau. Ja, und das Alibi der Zeugin kann doch einfach auch nur eine Gefälligkeit an ihren Ex-Freund sein. Also, dass die beiden wirklich gar nichts mehr füreinander tun wollen, das ist doch wohl mehr als deutlich geworden, Frau Staatsanwältin. Ja, aber selbst wenn das stimmen sollte, dann frage ich mich schon, wie diese Story mit dem Park mit dem Polizeibericht übereinstimmen soll. Denn darin steht ganz eindeutig, dass die Beamten den Angeklagten um 19.15 Uhr in der Wohnung von Elsbeth angetroffen haben. Ja, da war ich ja auch. Ja, nur die da Beamten bin ich ja waren eingelaufen. Schon Die Beamten waren aber schon um kurz vor 7 in der Webergasse 13. Und das wiederum bedeutet, dass sie nicht einfach kurz hier an den Polizeibeamten vorbei in das Haus spazieren konnten. Ich hab
2 Jahre auf der Straße gelebt. Meinen Sie, ich bin nicht die ganze Zeit vor dem Bullen ausgewichen oder hab mich da irgendwie versteckt? Das kann er wirklich immer, gut. Immer, immer. Wenn die mich gesehen haben, gab Stress oder Mecker oder was weiß ich. Oder sie haben mich sogar gleich mitgenommen. Also habe ich die Bullen vor der Tür gesehen und bin schön hinten rum. Da war die Terrassentür ausgehängt vom Erdgeschoss, Renovierung, pipapo, rein, hoch, fertig. Cleverchen. Ganz andere Frage, wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Ja, weil ich nicht Sie brauche, um meine Unschuld zu beweisen. Oh Gott, bist du gestört, echt. Und wieso haben Sie sich eigentlich so sehr gegen Ihre Aussagen gestäubt? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Und so lange, bis jetzt gerade eben? Ja, weil ich halt voll Ärger kriege, wenn ich jetzt hier so aussage. Inwiefern Ärger? Weil wegen meinem Grill der ganze Wald gebrannt hat. Wie meinen Sie denn das? Also an dem Tag, wo wir uns halt ausgesprochen hatten, haben wir bei der Teufelsbrücke gegrillt. Und das ist da ja nicht erlaubt. Das war uns aber scheißegal. Mhm. Auf jeden Fall, als er dann irgendwann nach Hause gegangen ist, saß ich halt noch da, hab mein Bierchen ausgetrunken, hab ein bisschen nachgedacht und im Gedanken habe ich halt nicht auf das Feuer geachtet. So, dann muss irgendwie der Funke übergesprungen sein und hinter mir hat so ein Busch angefangen zu brennen. Ich habe das dann rauchen sehen und ja, bin dann noch drauf getreten, wollte es noch irgendwie löschen. Aber der Brand hat sich dann wohl zu schnell entwickelt. Ja. Dann haben Sie Feuerwehr gerufen. Um Gottes Willen, nein, bin ich denn total bescheuert? Ich weiß doch, dass es dann nur Ärger gibt. Also ich meine, ich habe von dem Brand in Lohnpark gehört. Herr Vorsitzender, wenn ich kurz unterbrechen darf. Ja. Also den Brand gab es wirklich und das war auch genau an dem Tag. Oh. Ich weiß das so genau, weil ich direkt neben dem Park wohne. Und wenn man Brand verursacht? Ja, ich meine, dann kriegt man doch richtig Ärger, wenn man das macht, oder? Ja, Entschuldigung, es brennt ja nicht nur der Wald ab, da können auch Menschen oder Tieren zu Schaden kommen. Natürlich Eben. Kriegt man da Ärger. Deswegen ist es ja auch strafbar. Ja. Also, Herr Vorsitzender, ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Zeugin den Brand verursacht hat. Warum? Weil der wahre Täter gestern Mittag festgenommen wurde. Was? Und woher wissen Sie das? Also eben hat es nebenan eine Pressekonferenz gegeben, das habe ich mitbekommen. Und da ist das bekannt gegeben worden. Aha. Aber ich meine, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich das war. Ich meine, ich war das ja auch. Ich bild mir doch sowas nicht ein. Und Sie müssen da sofort anrufen und sagen, dass Sie den Falschen haben. Also den Anruf können wir uns, glaube ich, sparen, denn es gab da eindeutige DNA-Spuren. Und ein Geständnis auch mit Täterwissen. Also das wird schon der richtige Mann gewesen sein, denke ich. Das ist ja wirklich hochinteressant, Herr Seelhoff. Da lässt sich das ohne weiteres herausfinden, wer jetzt wirklich den Brand dort, ob versehentlich oder nicht versehentlich, gelegt hat. Vielleicht ist ja der ermittelnde Polizeibeamte sogar noch da, oder? Ich denke schon, ja. Oder können wir uns den eventuell sparen? Ich würde den Mund lieber aufmachen, Mädchen. Schließlich hast du schon genug Vorstrafen, oder? Halt die Fresse, Ingo! Wegen Ihrer Falschaussage kann Ihnen bei Ihren diversen Vorstrafen durchaus ein Jugendarrest drohen. Ist Ihnen das klar? Ja, na und? Ist mir doch scheißegal. Das bedeutet, dass alles, was Sie hier zugeben, Ihnen helfen kann. Ganz im Ernst, das ist so fies, dass immer nur auf uns rumgehackt wird. Warum eigentlich? Ich glaube, ich höre nicht recht. Ja. Die hacken alle auf Ihnen rum. Sie ist die Böse. Ja, klar. Die hacken alle auf Ihnen rum, weil Sie hier eine Hollywood-Show abliefern, ja? Und die ist wirklich genial. Sie wollen doch Ihrem Ex-Freund einfach nur ein Alibi verschaffen, ein gelogenes. Als ob. Jetzt mal ganz im Ernst. Merken Sie das nicht? Sie hat mit Ihrem Psychoterror Oma Elsbeth auf dem Gewissen. Und das ist ja wohl viel, viel, viel schlimmer. Nein, das ist es nicht. Der Einzige, der hier versucht hat, einen Menschen umzubringen, ist Ihr Freund. Ja? Und dass Sie hier für ihn lügen, zeigt doch umso mehr, dass er die Tat begangen hat. Er wollte mich bestimmt nur umbringen. Er wollte einfach Zeit schinden. Zeit schinden, Zeit gewinnen, damit er an das Erbe kommt von Frau Elsbeth, von Frau Elsbeth Körner, damit sie dir das ganze Vermögen überschreibt. Möglich. Ich gehe mal davon aus, dass der Angeklagte auf jeden Fall verhindern wollte, in sein altes, mittelloses Leben zurückkehren zu müssen. Ja, wolltest alles aussehen lassen wie einen Unfall und dachtest, man bekommt dich nicht mal ran. Wolltest das Geld und wolltest wahrscheinlich dann die Elsbeth auch noch ums Eck bringen, wenn du die Kohle abgesahnt hast. Ich? Weißt du, was ich wollte? Ich wollte der Elsbeth noch viele schöne Jahre bescheren. Ja. Und deshalb musstest du weg, ja? Bitte. Ich wollte die Elsbeth nur beschützen. Otze, jetzt setz dich mal wieder hin. Ich hab's doch gewusst. Was soll das ich hab's heißen, gewusst. Beruhig dich. Was soll das heißen? Ich bin keine Zecke, die sich irgendwie bei der Elsbeth einnisten wollte, bei der Oma Else. Nein, ich wollte einfach nur, dass sie wenigstens ihre letzten Tage einigermaßen angenehmlich da verbringt.
und habe echt alles dafür getan. Und dann trat sie auf den Plan. Heißt es, dass Sie deswegen versucht haben, die Frau Niedermeier zu töten? Mhm. Das können Sie sicher dann denken und gut ist. Nein, ich denke mir nicht einfach was. Ich hätte es gern von Ihnen verständlich erklärt. Was soll ich Ihnen da noch groß erklären? Ja, diese Frau hat wortwörtlich gesagt, dass die Oma Elsbeth nicht mehr so viele Tage zu leben hat. Nein. Das war eine direkte Bedrohung, ja? Und da musste ich ja wohl schneller sein. Das heißt, Sie haben was gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Warum geht's hier eigentlich, oder was? Dann habe ich an Sie noch eine Frage. Diese ganze Alibi-Nummer hier, war das von Anfang an so geplant? Ja, was also, dass Sie sich hier widerwillig vorführen lassen und so tun, ja, als wären Sie seine Ex und möchten gar nicht aussagen und möchten ihm nicht helfen. Ganz im Ernst, was hatten wir für eine andere Chance? Ich wollte ihm doch irgendwie helfen. Ich meine, ich kann ihn doch nicht einfach jetzt im Knast verrotten lassen. Das heißt, Sie hatten damals schon die Idee, sich hier so widerwillig vorführen zu lassen? Ja, ich meine, ich hatte doch selber schon irgendwelche Verfahren. Und ich wusste ganz genau, wenn ich sage, dass ich seine Freundin bin, dass das uns sowieso keiner glauben wird. Also habe ich halt gesagt, dass es schlauer wäre zu sagen, dass wir uns nicht mehr abkönnen und so. Ich meine, das ist es ja auch. Wessen Idee waren das? Meine. Und was ist mit dem Bekannten da hinten? Ja, er musste halt mitmachen. Das war ja, es war klar. Aber er wusste schon, um was es geht. Ja, natürlich. Fragen an die Lara? Keine. Keine. Dann bleibt Lara Neuwirth unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Ja, Herr Hoppe, dann hören wir uns noch den Bericht der Jugendgerichtshilfe. Ja, ich hatte ja mit dem Angeklagten und auch dessen Vater natürlich mehrere Gespräche. Und das Bild, das ich da bekommen habe, war doch eher das eines sehr unsicheren jungen Mannes. Die Mutter zum Beispiel hat die Familie schon sehr früh verlassen. Das wiederum hat natürlich den Vater vollkommen überfordert bei der Erziehung. Der Junge war mehr oder weniger komplett sich selbst überlassen. Regeln und Ordnung hat er genauso wenig kennengelernt wie ehrliche Liebe und auch Zuneigung. Auch auf mich wirkte er oft sehr verschlossen. Außer wenn es um Frau Elsbeth Körner ging. Da haben seine Augen doch ziemlich geleuchtet jedes Mal, wenn es um dieses Thema ging. Und anscheinend hat die Dame ihm wohl die familiäre Geborgenheit gegeben, die er die ganzen Jahre über bei seinem Vater eben vermisst hat. Und so wie er über sie gesprochen hat, ist auf jeden Fall für mich ganz klar, dass er Frau Körner wirklich geliebt hat. Und klar ist mir aber auch, dass er noch eher einem Jugendlichen gleichgestellt ist, also von seinem Verhalten her. Aber er dennoch Recht von Unrecht unter auf jeden Fall auseinanderhalten. Und der Vater steht auch jetzt nicht hinter ihm, sonst wäre er bei so einem wichtigen Prozess heute auch hier. Scheint nicht, nein. Ja. Weitere Fragen? Keine, danke. Keine Fragen. Ein Auszug aus dem Erziehungsregister und Bundeszentralregister. Kommt zur Verlesung. 16.12.2009, Amtsgericht Frankfurt am Main, Diebstahl, 8 Sozialstunden und Verwarnung. 8.08.2010, Amtsgericht Frankfurt am Main, Erschleichen von Leistungen, 16 Sozialstunden. Keine weiteren Anträge. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, der Verteidiger. Was soll man mit Herrn Dengler machen? Da hat er jahrelang schon auf der Straße gelebt und dann endlich Frau Körner kennengelernt, die gut zu ihm war und ihm eine Ersatzfamilie bot. Er war also gerade dabei, sein Leben in geregelte Bahnen zu bekommen. Und was machen Sie? Sie lockern die Schrauben am Geländer, um Frau Niedermeier hinterhältig aus dem Weg zu räumen und stimmen sich dann auch noch mit Lara ab, um uns hier an der Nase herumzuführen. Sie haben hohe kriminelle Energie bewiesen und Sie haben Ihre Tat geplant. Sie sind über 18 Jahre alt. Sie könnten theoretisch wählen gehen. Sie könnten Konten bei Banken eröffnen. Ihnen war das Unrecht Ihrer Tat durchaus bewusst. Ich sehe trotzdem natürlich auch Jugendstrafrecht für angemessen an. Und ich bitte Sie, Sie werden mir nicht glauben, ich meine es wirklich gut mit Ihnen, tatsächlich. Bitte nehmen Sie die Möglichkeit wahr, während der Verbüßung Ihrer Jugendstrafe, dass Sie eine Lehre machen und dass Sie sie abschließen. Das ist nämlich Ihre einzige Chance, um wirklich wieder in die Gesellschaft zurückkehren zu können. Ich beantrage den Angeklagten zu einer Jugendstrafe von 6 Jahren und 5 Monaten zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, mein Mandant hat gestanden, die Frau Niedermeier da in die Baugrube gestoßen zu haben. Aber was war, und das ist doch die entscheidende rechtliche Frage, was war die innere Vorstellung meines Mandanten? Wollte er wirklich die Frau Niedermeier töten, umbringen? Oder nahm er zumindest ihren verletzungsbedingten Tod in Kauf? Ich meine, dafür gibt es keine ausreichenden Anhaltspunkte. Und wir dürfen da auch nicht jedes Wort, was wir vorhin von meinem Mandanten gehört haben, auf die Goldwaage legen. Wir haben also keinen Tötungsvorsatz und deshalb hat sich nach meiner Überzeugung mein Mandant lediglich wegen einer gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht und ich beantrage dafür
eine zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe von 2 Jahren. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Dengler, Sie haben die Anträge nun gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen. Sie haben auch das letzte Wort. Nö, nichts zu sagen. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Aufstehen bitte. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Paul Dengler ist schuldig des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Paragraphen 211, 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 3 und 5, 22, 23 und 52 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Jugendstrafe von 4 Jahren verurteilt, von der Auferlegung von Kosten wird abgesehen. Nehmen Sie bitte Platz. Es ergeht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 5. Juni 2011 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Man meint eigentlich, hier einen großen Mann vor sich zu haben, aber ein großer Mann ist noch nicht automatisch ein Erwachsener. Wir haben einen sehr unreifen Angeklagten hier, unfähig, sich gesittert zu verhalten. Das ist allerdings, glaube ich, nur seine Art, seine Unsicherheit zu überspielen. Unfähig, sein Leben in die Hand zu nehmen, unfähig, für seinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Auf der Suche nach Geborgenheit, und deswegen ist er auch bei Oma Körner gelandet. Ganz klar, für uns ist er wie ein Jugendlicher zu behandeln. Das Geständnis spricht gar nicht so dramatisch für ihn, weil es ganz offensichtlich nicht von Reue getragen ist. Ich habe jedenfalls bis zum Schluss kein Wort der Reue oder Ähnliches von ihm gehört. Natürlich, einige kriminelle Energie ist aus dieser Tat herauszulesen. Andererseits auch diese gequälte Alibi-Show gemeinsam mit ihrer Freundin. Aber wir haben doch das Motiv etwas stärker gewichtet als Sie, Frau Staatsanwältin, dass er im Grunde ja nur die wohl wirklich geliebte Oma Körner hier schützen wollte. Und so sind wir zu einer Jugendstrafe von 4 Jahren gekommen. Aber Tötungsvorsatz, Herr Verteidiger, natürlich müssen wir da seine Worte auf die Goldwaage legen. Er hat gesagt, sie musste weg. Und weg heißt nicht nur kurz in die Baugrube, sondern auf Dauer weg. Das ist ein Tötungsvorsatz und heimtückisch war das Verhalten allemal, deswegen hier versuchter Mord. Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ich sag's Ihnen nur, nutzen Sie die Zeit in der JVA. Ja? Nutzen Sie die Zeit vor allem für eine Ausbildung. Ja? Und nutzen Sie die Zeit nicht, diese Art, die Sie heute an den Tag gelegt haben, zu kultivieren. Es gibt eine Zeit, da ist es das gute Recht der Jugend. Vielleicht ist die Zeit sogar dazu da, sich aufzulehnen. Und manchmal ist es ganz lustig, das mit bunten Haaren zu machen und einer gewissen Flegelhaftigkeit. Aber einfach nur bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Alter. Wenn Sie wieder rauskommen, sind Sie definitiv erwachsen. Und dann müssen Sie sich dem Leben stellen. Und dem Leben stellen kann man sich nicht, indem man sich auflehnt. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Lara Neuroth wurde wegen versuchter Strafvereitelung zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Matthias Zollner wurde wegen Beihilfe zur versuchten Strafvereitelung zu 15 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.